Dive Bomber. Supercharged. Jawohl, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug-Skill-Video in Skylander Superchargers. Heute gibt es für euch Dive Bomber, Freunde. Sein Supercharger, besser gesagt, sein Fahrer, den Dive Klops, haben wir natürlich geskillt, auch schon drauf. Und er darf natürlich jetzt nicht die Skillung des Dive Bombers fehlen. Ja, Freunde, als Figur finde ich, Dive Bomber ist das Schlechteste, was es gibt. Aber im Spiel muss ich wirklich sagen, Freunde, Dive Bomber einiges auf dem Kasten, ja. Und um das nochmal ein bisschen zu verbessern, werden wir den heute skillen. Ja, Freunde, hier haben wir den Dive Bomber. So sieht er standardsgemäß aus. Ob die Hupe standardsgemäß ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ja, wir gehen natürlich heute wieder auf Schild und auf Waffe, Freunde, werden wir gleich alles machen. Vorher werden wir uns natürlich das aber mal genau anschauen, auf jeden Fall die Waffe, wie stark er vorher war, ja. So, Freunde, dann haben wir jetzt hier den Plan. Wir haben dann 12 verschiedene Mods, sie haben zum Beispiel die Torpedobojen oder die Jets, besser gesagt. Dann haben wir zum Beispiel Torpedobojen, wie gerade schon erwähnt, Höchstgeschwindigkeit plus 10 ist auch die Standardvariante, das heißt, die sind standardsmäßig da drauf. Dann haben wir einmal die Substromjets, die 10 Beschleunigung geben. Hier haben wir einmal plus 10 Handling mit den Fleckschwimmern oder die archaianischen Echokanonen, die ich wirklich persönlich sehr, sehr cool finde, geben plus 300 Rüstung. Und da sieht man wirklich die archaianischen Fäuste, sieht mega, mega cool aus. Hier haben wir die Hupen, Freunde. Einmal die Delfin-Irritierer-Hupe. Dann haben wir einmal die gellende Meereshupe und einmal Hochdruck-Pfeifen-Hupe. Schiffbruch-Signal-Hupe haben wir natürlich auch noch, darf natürlich nicht fehlen. Hier vorne haben wir die Spezialmods, die Propeller. Haben wir einmal den Kraftpropeller, der ist standardsgemäß natürlich da drauf. Den Tiefen-Dynamo. Haben wir dann plus 10 Beschleunigung. Bei dem Aquateiler haben wir minus 10 Beschleunigung, haben dafür 15 Gewicht und 150 Rüstung drauf. Und bei dem Herr Quick, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, haben wir nochmal Höchstgeschwindigkeit plus 10. So, wir lassen ihn jetzt erstmal standardsgemäß und werden jetzt einmal seine Stärke uns anschauen. Ja, das machen wir zuerst einmal. Bereit für den Einsatz. Dann wollen wir mal steuern. So, Seetestgebiet. Jawohl, so. Wir sammeln gerne nochmals das hier alles ein. So, passt auf. So, genau. So, passt auf jetzt. Jetzt schießen wir los, Freunde, und sehen, wir haben natürlich überhaupt keinen Schaden. Was mich natürlich brutal freut, muss ich sagen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Deswegen werde ich nochmal in die Tiefe des Meeres gehen, mit der Hoffnung, dass ich dort ein paar Gegner habe. Ansonsten müssen wir jetzt gleich einmal in irgendein Kapitel rein, wo das ist. Schade, dass wir echt keinen Schaden hier haben. Ey, das ärgert mich jetzt gerade wieder brutal. Das hindert mich wieder an meinen Plänen. So, Rüstung ist eigentlich recht hoch, wenn wir uns das da mal angucken. Ne? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, danke für nichts. Sehr, sehr nett von euch, dass ihr mir hier ein paar Gegner reingemacht habt. Ja, sowas ärgert einen brutal, muss ich sagen. Wirklich, weil man kann dann seine Videos nicht so machen, wie man das möchte. So, Freunde, ich habe mal eben schnell ein bisschen hier gemacht, damit ich mal eben schnell an eine Mission rankomme. Damit wir uns mal eben angucken können, wie viel Schaden wir haben. So, ich sehe jetzt hier 150er Schaden. Die Frage ist aber, ist das nicht der normale Schaden? Ich glaube, ja. So, da vorne gucken wir mal. Ne, 150er Schaden haben wir hier, Freunde. Ist in Ordnung. Und hier haben wir, mit dem haben wir 60er Schaden. Okay, das wissen wir jetzt schon mal auch Bescheid. Was heißt 150 mit den Torpedos und 60 mit dieser Schockwelle, ne? So, wir gehen hier jetzt gleich einmal komplett hochskillen. Ja, und dann gehen wir dann gleich nochmal dahin. Und
und werden dann auf jeden Fall uns das noch einmal anschauen. So. So, los geht's, würde ich sagen. Und zwar fangen wir natürlich als erstes mit der Waffe dann an. Ist klar, wir kaufen das für 240. Nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir für 280 mit. 320, 360 und 400. Ne, ist in Ordnung. Passt. So, Schild lasse ich mir jetzt nochmal. Warum, werde ich euch jetzt gleich sagen, weil ich gar nicht geguckt habe. Ja, wie viel Schaden können wir überhaupt einstecken, bis unser Fahrzeug kein Schild mehr hat. Und das müssen wir jetzt gleich einmal zusammen herausfinden. Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall ganz, ganz schnell hinbekommen. Ja, das sollte für uns gar kein Problem sein. Ich werde jetzt gleich einfach mal schnell da meine Torpedos draufballern und dann natürlich auch noch meine Schockwelle. Und dann, denke ich mal, sieht das eigentlich relativ gut aus. Wir kommen klar, Kumpel. Geh und such Kaylee und die anderen. So, die mache ich mal eben schon kaputt hier. So, Pong, erzähl. Du bist also auch ein Skylander. Mein Name ist Prong. James Prong. So, los geht's. So, wie viel ziehen wir wohl ab, Freunde? Wir schießen einmal und haben jetzt 210 Schaden. Das heißt, hat sich hier um 60 Schadenspunkte erhöht. Und die Schockwelle zieht 84 ab, heißt, hat sich hier um 24 Schadenspunkte erhöht bei 5 Mal. Das ist durchgerechnet. Oh, jetzt Kopfrechnen, Freunde. Jetzt Kopfrechnen. Das sind 12, ne? Genau. Bei 60 durch 5 sind 12. Ja, genau. 12 Schadenspunkte, Freunde. Sind das auf jeden Fall bei der einen Attacke, bei der anderen 24 durch 5 sind. Kann man schlecht rechnen, ne? Egal, keine Ahnung. 5, fast 5 halt. Ja, fast 5. So, wir gucken mal, Freunde. Jetzt muss der mich nur noch treffen. Aber irgendwie ist der doof. Okay, 1. Also wir nehmen 77 Schadenspunkte. Und verlieren eineinhalb von unserem Schild. Okay, sehr gut. So. Heißt. Jetzt habe ich nicht mehr. Oh, ist das doof. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ey. 75 Schadenspunkte war das jetzt? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ey. Ist nicht schlecht. Egal. Kriegen wir gleich hin, Freunde. Kriegen wir gleich hin. Passt auf. Auf jeden Fall war es eineinhalb von unserem Schild, ja. So, Schild. 240, 280. Einmal durchgehend gekauft. Passt, haben wir. Sehr schön. So. Und das Ganze noch einmal. Wieder zurück. Na, Mr. Prong. James Prong. Ist jetzt am einfachsten. Stell Kapitel 3 einmal schnell rein, einmal gucken, ne. Ist das auf jeden Fall, denke ich mal, soweit erst einmal in Ordnung. Wir kommen klar, Kumpel. Geh und such Kaylee und die anderen. Ja, mach ich schon. Mach dir keinen Kopf. So, los. Hallo. Du bist also auch entkommen, Skylander. Mein Name ist Prong. James Prong. So, aufgepasst. Bereit für den Einsatz. Dann wollen wir mal steuern. So, schieß mich mal ab. Woohoo. 77, okay. Aber ihr seht, Freunde, wir kriegen nur noch ganz, ganz wenig Schaden. Ist ja nur noch einer, oder? Ja, wir kriegen nur noch ein Ding abgezogen statt eineinhalb, ja. Ist auf jeden Fall also nicht verkehrt, würde ich sagen. Zyklotron erleidet Schaden. Initiiere Sicherheitsprotokolle. Sicherheitskräfte einsetzen. Schieß mich nochmal ab.
Ja, und oder sogar nur einen halben. Ne? Also, wir kriegen entweder einen ganzen oder einen halben ab, Freunde. Da müsst ihr mal unten drauf achten. Na, jetzt haben wir ja nur einen halben abbekommen. Ne? Ist auf jeden Fall natürlich, sag ich mal, nicht verkehrt, ja. Es ist jetzt nicht so die übertriebene Stärke, ja, wie bei einigen Skylandern, die da brutal stark geworden sind, ja. Aber es ist so eine kleine Verbesserung, die ich auf jeden Fall gerne mitnehmen möchte. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. So, Freunde, jetzt gehen wir an die Mods. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, für was wir uns entscheiden, Freunde. Aufgepasst jetzt. So. Jetzt haben wir. Fangen wir an mit dem. Mit den Bojen, also und mit den Jets, ne? Genau. So, wir haben die Torpedobojen, die sind Standard drauf. So, dann haben wir den Substrom. Der sieht wirklich nicht verkehrt aus. Gerade wenn wir. Ich hab das immer so gehabt. Herr Creek, ne? Habe ich immer drauf gehabt. Und die Substrom-Jets, ne? Sieht schon geil aus. Muss man wirklich so sagen, wer das ist, ja. Beschleunigung gibt da plus 10. So, Fleckschwimmer gibt nochmal plus 10 Handling. Was ich empfehlen würde, ja, ich werde es wahrscheinlich auch machen, weil es ist so, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, im Wasser das Fahrzeug unter Kontrolle zu haben. Ja, also ihr werdet das selber merken, wenn ihr, oder ihr habt es bestimmt schon selber gemerkt, das Spiel ist jetzt ja schon fast über einen Monat raus. Und deswegen, also ich würde immer Handling machen bei Wasserfahrzeugen. Es ist einfach besser. So, jetzt haben wir hier Herr Creek, finde ich genial. Genial, eine Schildkröte, ne, richtig cool, oder? Ein Schwimmreifen, Schildkröte, finde ich mega cool. Aquateiler finde ich wirklich nicht gut. 15 Gewicht, ich weiß nicht, was der Gewicht soll, tut mir leid. Rüstung nochmal 150 und Beschleunigung ist minus 10, ist gar nicht gut. Kraftpropeller sind ja die Standarddinger. Und entweder gehen wir jetzt hier auf Beschleunigung. Oder wir nehmen uns halt Herr Krieg mit Höchstgeschwindigkeit plus 10. Wo wir ja wirklich jetzt sagen müssen, wenn wir mal drauf achten hier unten, ja, Höchstgeschwindigkeit ist ja das Höchste bei dem Dive-Bomber. Also müssten wir eigentlich schon ein bisschen was auf die Beschleunigung machen. Das ist einfach so, ja. So, ich habe euch gerade gar nicht die archaeanischen Sachen gezeigt. Da sind sie. Sieht schon geil aus, oder, Freunde? Die archaeanischen Echo. Plus 300 Rüstung, ey, die bockt auf jeden Fall auch total. Aber wie gesagt, ich gehe auf jeden Fall auf die Fleckschwimmer. So. Hören wir uns einmal die Meereshupen an. Delfin-Irritierer ist nicht so cool. Entweder hier die Hochdruckpfeife finde ich ganz cool. Oder die das Schiffbruchsignal. Ich glaube, die werde ich auch nehmen. Schiffbruchsignal. Und ja, so werden wir auf jeden Fall unser Fahrzeug nehmen. So, Freunde, wir gehen jetzt noch ein Rennen fahren. Und zwar schließe ein Rennen im Goldenen Tempel ab. Und das werde ich auch sehr, sehr gerne mit meinem Dive-Klops bzw. mit dem Dive-Bomber erledigen. Ja, okay. So. Einzelrennen. Schompigarten. So, wo ist der goldene Tempel? Da ist er. Der goldene Tempel, wisst ihr was? Da machen wir das anders. Da machen wir das über das Zeitrennen, würde ich sagen. So, der goldene Tempel. Yeah. Auf, natürlich auf schwer. Ich mache mal die goldene Trophy hier weg, weil sonst stört die uns. Und, ja, genau. Genau, das habe ich drauf. Das habe ich drauf. Das habe ich drauf. Und das ist alles voll ausgerüstet. Okay, los geht's, würde ich sagen. Schauen wir uns das mal an. Durch. Oder der Sieg entkommt dir. Ah, Gaspedal? Ja klar, gib ihr alles jetzt hier. Sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Unser jetzt, ne? Sieht doch gut aus. Bereit? 3, 2, 1, bumm! Juhu!
auf. Okay, noch klappt alles. Zack, die nehmen wir auch noch mit den Turbo hier. Juhu. Das hat er mir aber ein bisschen aufgehalten hier. Der Fell ist aber richtig schäbig. Ah, das war auch ganz schäbig von mir. Wuhu. ...455 Schaden. Hat uns auf jeden Fall ein bisschen was abgezogen, aber jetzt auch nicht so viel, da ich jetzt sagen muss, okay, ne. Das tat jetzt brutalst weh. So, haben wir schon geschafft. Sehr schön. Ja, muss ich aber leider zu Ende fahren. Oh, das war schlecht. Juhu! Ey! Mach das hier weg! Gut, ich hätte auch einfach drunter her schwimmen können, ne? Da sind wir ein bisschen geflogen, würde ich sagen. Was macht er denn? Warum macht der sowas? Der soll fahren, ey. Wir haben gar keine Zeit für solche Schoten hier. Juhu. Boah, ich habe brutalst länger gebraucht als erste Runde. Verstehe ich gar nicht. Bin ich so einmal abgekackt? Verstehe ich gar nicht. Irgendein Turbo nicht getroffen? Das war höchstwahrscheinlich. Krass. Jawohl. Komm, dann wollen wir jetzt noch einmal den Rekord brechen hier. Fahr, Alter. Fahr, Dive-Bomber. Oh mein Gott. Komm, gib alles. Ey, warum nimmt er denn den Turbo nicht mit? Ey, da ist ja ein Vogel. Ja, haben wir doch nochmal einen gut gemacht, da würde ich sagen. Ja, passt. Sehr gut. Vielen Dank. Jawohl, das gibt direkt einen Portalmeister-Rangaufstieg. 64. Finde ich gut. So, jetzt gehen wir mal auf die Rüstung. So, ein Wunschstein, den nehmen wir mit, den lösen wir auch sofort ein. Und dann sind wir auch schon am Ende unseres Skill-Videos mit Dive Bomber gewesen. Dive Bomber. Supercharged.
Immer her damit, immer her damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber gut ist. So, was hat uns das jetzt gekostet? Eigentlich nicht viel, ne? Knapp 1700 hat uns das gekostet. An komplett Aufwerten, an Zahnräder. Also es ist wirklich nicht viel. Ich glaube, Wasserfahrzeuge brauchen einfach nicht so viel wie Landfahrzeuge, weil man per Land ja viel mehr Möglichkeiten hat, die aufzuwerten oder beziehungsweise mehr... Korrekt, mehr Zahnräder auf jeden Fall bekommt. So, damit sind wir schon 65, Freunde. So läuft das, so läuft das. So, Albtraumkraft, ja. Ja, Freunde, das war das Skill-Video vom Dive Bomber gewesen. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder noch nicht, wartet mal. Aha. So, jetzt bin ich raus, Freunde. Vielen Dank. Peace.